So, haben Sie noch irgendwelche Fragen? Dann gehen Sie bitte wieder an Ihre Arbeit. Geil, dass ich dieses Wochenende wieder mal hochen darf. Als bekennender Single kann ja so egal sein. Bekennen, ist gut. Was, dann ändert das doch, David. Ja, wie wär's denn zum Beispiel mit dieser scharfen Nichte von unserem Butler? Jessica. Jessica? Nee, danke. Reicht schon, dass ich ihre Arbeit mitmache. Warum das denn? Ja, weil die heute einfach bei der Arbeit verschwunden ist. Tja, wer dein Onkel Butler? Und du hast bis morgen Mittag frei, sehe ich gerade. Dann kannst du wenigstens ausschlafen. Ausschlafen, warum? Na, wegen der Party im No Limits. Ich sagte, ich würde mein letztes Hemd dafür geben, dass mein Name auf der Gästeliste steht. Also ich gehe nicht hin. Ja, was? Da gehen doch nur so Düsseldorfer Lackaffen hin. Das brauche ich nicht. Naja, ein paar normale Leute sind da auch dabei. Und was ist mit Olli? Weiß er schon, dass du keinen Bock drauf hast? Ja, ja, der findet das absolut in Ordnung. Na dann, ich muss mal. Und es macht dir wirklich nichts aus, dass Christian heute nicht kommt? Klar wäre es cool, wenn er mitfeiern würde, aber wenn ihm das alles zu schickimicki ist, dann ist das gar kein Thema. Ich muss auch noch überlegen, was ich outfitmäßig mache. Für die coole Kundschaft heute Abend. Wieso? Du siehst doch immer klasse aus. Du bist ein Schatz. Aber ein cooles Make-up und eine auffällige Frisur sind schon angebracht, oder? Ja, Hauptsache, das klappt. Der Nachschub darf nicht versiegen. Den Abend wird Rob garantiert nicht vergessen. Die Party wird garantiert der Hammer. Ganz genau. Weitermachen. Oh, wie lautet denn deine Einschätzung dazu? Zu was? Zu der Party heute. Ist sie wirklich das Highlight des Düsseldorfer Eventjahres? Das kommt ganz darauf an, auf was man so steht. So. Und Achtung, Leute, Mann! Pass doch auf, das war knapp. Ja. Party ohne Turntables. Katastrophe. Na klar. Aber keine Panik, ich habe hier alles unter Kontrolle. Na, dann ist ja gut. Wenn das auch für deinen Freund gilt, umso besser. Warum schaust du es dir nicht einfach an? Ich meine, wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du auch wieder gehen. Und du hast es jetzt auch nicht so weit nach Hause. Oh Mann, Christian, jetzt hab dich nicht so. Für Olli ist die Party total wichtig und er freut sich bestimmt, wenn du auftauchst. So als emotionale Unterstützung. Christian benimmt sich doch nicht daneben oder so. Nein, aber hier feiert heute die A-Klasse. Ja? Nichts gegen Stallburschen und Jungbauern, sind auch nette Menschen, aber bitte vor der Tür. Sag mal, geht's noch? Hey, das war Spaß. Sehr witzig. Hallo? Sie können hier nicht rein. Das ist doch... Ist das nicht dieser Typ aus der Serie, der diesen super sexy Art spielt? Ja, das ist der. Ehrlich gesagt glaube ich sowieso nicht, dass Christian kommt. Das ist nicht sein Ding. Hey, das ist ja ein Ding. Hey, Tag Rob. Lass mich raten, du willst heute Abend mitfeiern. Ja, ganz genau. Dann erledigen wir das gleich. So, ihr Disco Queen. Danke. Bitte. Charlotte Schneider. Ich stehe nicht auf der Liste. Was, aber ich bin die Tante des Besitzers. Ich muss auf der Gästeliste stehen. Tut mir leid, Sie stehen nicht drauf. Dann holen Sie meinen Neffen eben hierher. Sorry. Das gibt's doch nicht. Hallo, Schatz. Das ist meine Freundin. Ja, gut, dass du endlich da bist. Ja. Und mich kennt ihr ja wohl, oder? Dürfen wir anbitten? Gerne. Viel Spaß. So, und dann noch mal zum Warmwerden. Guten Abend, die Dame. Hey, Christian, was machst du denn hier? Ja, meine neue Flamme reinschleusen. Ja, genau, so ist das. Ah, muss ich das jetzt verstehen? Nein, aber es wäre schön, wenn du mich heute Abend frei hältst. Ich meine dafür, dass ich nicht auf der Gästeliste stand. Ich dachte, das brauchst du nicht, weil dich sowieso jeder kennt. Ja, Brad Pitt kennt ja auch jeden und den haben sie auch nicht reingelassen. Auf meine Türsteher ist eben Verlass. So, für euch. So, auf. Gutes Gelingen. Ja, gutes Gelingen. Jetzt, wo du da bist, kann ja gar nichts mehr schief gehen. Thank you.
feiert ihr uns noch schön weiter, ja? Wie, wollt ihr schon gehen oder was? Ja, die Jugend von heute kannst du voll vergessen. Die Jugend von heute muss jetzt ihren Laden abschließen und Abrechnung machen. Vielleicht kommst du ja später noch mal wieder. Du kannst mich doch nicht alleine feiern lassen, mein Schatz. Oh, merci, Bellamy. Und mach mir keine Schande. Wenn ihr nicht bis morgen früh feiert, war es keine gute Party. Hey, morgen früh. Ich hab mich auf eine Woche eingerichtet. Und 6 Tage davon im Bett. Oh. Alter, ich hab dir eben schon gesagt, ich will nicht, dass du Fotos machst. Und? Leidest du sehr unter den ganzen Schickis? Oh, total. Deshalb gebe ich mir auch so die Kante. Aha. Alkoholfrei. Einer zwischendurch. Der Abend ist ja noch lang. Ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, oben zu sitzen und irgendwelche Bücher über die spanische Hofreitschule anzugucken, dann würde ich mir langsam echt Sorgen um dich machen. Nee, dann hätte ich einiges verpasst. Miriam, machst du uns noch 2 Mojitos? Oje. Die Party geht echt in die Geschichte. Aha. Und das ist erst der Anfang der ganzen Reihe legendärer Partys im No Limits. Dankeschön. Ups. Danke. Cheers. Tschüss. Dass du gekommen bist? Nicht die Bohne. Hab ich doch gleich gesagt. Was? Ja, ich hab mir gedacht, dass es dir gefällt. Und selber? Ja, ist cool. Was hast du gerade gesehen? Was? Worum geht's denn? Was war denn das hier gerade? Was willst du denn von mir? Das waren Drogen, richtig? Was? Drogen? Alle bist du bekloppt? Pass mal auf, hier wird nicht gedealt. Hast du das verstanden? Was geht denn da?